Sie holt die Provence in die Südsteiermark. Ein in einem ehemaligen Weinberg angelegter sogenannter Terroirgarten und eine Pracht an duftenden historischen und englischen Rosen. Der Garten von Renate Polz ist einzigartig. 900 verschiedene Rosensorten blühen üppig in ihren Südsteiermarkgarten. Denn hier bekommt die Königin der Blumen genau, was sie braucht. Sonnige und luftige Stellen, wo der Regen schnell abtauen kann. Der natürliche Vorteil ist von dem Garten, also ihr spürt es ja selbst. Das heißt, wenn es jetzt regnet, ja, habe ich den Vorteil, es ist immer Bewegung da, es ist immer ein leichter Wind. Wenn zum Beispiel der Tau ist, ist ja jeden Tag ein Tau, wird sofort abgetrocknet. Wenn es nicht so schnell verdunsten kann, dann hat man eher die Gefahr, dass es zu einem Pilzbefall kommt. Und das ist einfach die Lage. Da habe ich einfach Glück. Rosenrost entsteht, wenn es zu viel regnet. Die befallenen Blätter werden von Renate Polz einfach entfernt und abgeblühtes regelmäßig abgezupft. Gespritzt wird hier nicht, die Natur regelt sich selbst. Lavendel soll man unter Rosen pflanzen, denn sein Geruch verscheucht Läuse. Und auch Minzen können Rosen robuster machen. Da bin ich draufgekommen, oder ich glaube, dass die Minze in den Wurzeln Stoffe hat, die die Pflanzen schützt. Also ich schaue, dass ich sowieso keine Monokultur habe. Weil viele sagen eigentlich, warum haben sie jetzt dort der Brennnessel stehen? Warum ist jetzt dort der Wermut? Warum ist jetzt eine Pfefferminze? Also dann habe ich wieder Johannisbeeren, Brombeeren neben die Rosen. Ich habe einfach Multi gesetzt, also Mixed Border, einfach gemischt. Die Vielfalt macht's aus und die Natürlichkeit. Als biologischen Dünger gibt Renate Polz ihren Rosen im Frühling Hornspäne und Biokompost. Und auch die für die Bestäubung wichtigen Bienen fühlen sich im Südsteiermarkgarten wohl. Perfekt für sie ist die Mozartrose. Durch ihre offenen Blüten kommen die fleißigen Insekten gut an die Staubgefäße. Beliebte historische Rosen sind die Rambler, denn sie sind bekannt für ihre Kletterbereitschaft und eignen sich perfekt, um alten Bäumen ein neues Blütenkleid zu verleihen. Das Markenzeichen von Renate Polz Garten ist der mit rosa Rambler-Rosen geschmückte alte Kirschbaum. Der Rambler ist deshalb so toll für die Baumwelt, weil er sehr geschmeidige Triebe hat. Also es engt den Baum nicht ein, sondern er umschmeichelt den Baum und der Baum kann trotzdem weiterleben. Man braucht nichts tun bei der Rose. Man setzt sie einfach schräg zum Baum und sie schlängelt sich dann im Bohr und formt sich von selbst. Es ist eine historische Rose. Es ist eine ziemlich die größte Rose von der Mutation der Welt. Das ist jetzt die Paul-Himalayan-Maske, aber es gibt unzählige viele Rambler und der Baum erblüht wieder zu neuem Leben. Ihr macht was für sich selbst, für den Duft, für die Bienenwelt, Insektenwelt und für die Vogelwelt. Heritage, Falstaff, Winchester Catherine und Graham Thomas. Englische Rosen haben jetzt ihre Hochzeit. Sie brauchen vor allem viel Platz, um reichlich zu blühen, und beim Schnitt muss man behutsam sein. Die Kunst des Züchters David Austin, ihre Farben harmonieren alle miteinander. Und er hat dann einen Traum gehabt, dass er aus alten Rosen und modernen Rosen einfach eine neue Züchtung erschafft. Weil die alten Rosen, die blühen zwar schön und überschwänglich, aber blühen halt nur einmal. Dafür hat man traumhaften Duft und werden nicht krank, also die meisten nicht. Und er hat es geschaffen, dass das immer so geviertelt ist. Die alten Rosen sind immer rund und sind geviertelt, die Damaszener Rosen. Und das hat er geschaffen, diese Kopfform und der Duft und dass sie öfter blühend ist. Das sind die englischen Rosen. Und es ist ihm ganz, ganz schlecht gegangen, wo er sein ganzes Privatvermögen hineingesteckt hat. Aber er hat an was geglaubt und das war wichtig. Und er hat dann den Durchbruch und ist jetzt auf der ganzen Welt eigentlich bekannt. Und ich finde die Geschichte einfach so berührend. Viel Platz.
Platz schaffen, an luftige Stellen setzen und für eine Pflanzenvielfalt im Garten sorgen. Das ist das Erfolgsrezept von Renate Polz. Und so können auch wir uns besonders lang an der Blüte der Königin der Blumen freuen. Tja, wir sagen danke fürs Zusehen. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Einfach hier drauf drücken.